Margarete Honisch. Wir sprechen heute über das Thema Frauen und Finanzen, weil sich leider noch viel zu wenig Frauen um ihre Finanzen kümmern. Und wir gehen aber auch den Gründen sozusagen auf den Grund. Wir wollen herausfinden, warum ist das so und was kann man ändern, damit sich auch mehr Frauen trauen, sich mit ihren Finanzen zu beschäftigen und aber auch konkret erfahren, was sind die Schritte, die ich tun kann, um dann wirklich auch erfolgreich die Finanzplanung zu machen und vielleicht sogar später mein Geld zu investieren. Also der wichtigste Ratschlag ist definitiv, dass Frauen sich trauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil da sieht man die größten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und wenn ich mich nicht traue, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dann tue ich das einfach nicht. Dann habe ich eine riesengroße Chance schon mal vergeudet. Ein weiterer Tipp ist, dass ich mir mal anschaue, was habe ich eigentlich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben. Also wirklich mal so Haushaltsbuch führe, ganz praktisch. Und der dritte und auch sehr wichtige Rat, das Geld nicht nur irgendwo herumliegen lassen, sondern wirklich an der Börse investieren. Denn viele Studien zeigen, wenn wir Frauen das tun, dann sind wir sogar erfolgreicher als die Männer.